Jahre nach 9/11 stehen wir vor einer neuen Weltordnung? Es ist eine neue Weltordnung. Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Auf der Grundlage dessen, dass wir wissen, dass die Welt jetzt zum Dorf geworden ist, müssen wir uns überlegen, ob wir auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung sind. Das wird ein wichtiger Baustein sein bei der dringend notwendigen Gemeinsamkeit, die wir für den Bau einer neuen Weltordnung brauchen. Wir leben in einem geschichtlichen Moment, in dem eine globale Umstellung hin zu einer Weltregierung stattfindet. Der Papst fordert eine echte politische Weltautorität. Wer soll das sein? Und da muss jemand da sein, der für diese Leitplanken sorgt. Deswegen verlangt der Papst eine Art Weltregierung, eine Premium, das Verantwortung dafür trägt und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann und dazu die entsprechenden Vollmachten hat. Man kann hier wirklich daran denken, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden im Sinne einer Weltregierung, die die Gesamtverantwortung trägt und wahrnimmt und dann auch die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten hat, das durchzusetzen. Wir verändern noch gerade die Welt, oder ich arbeite jedenfalls daran. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Denn wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das heißt, dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendwas nicht einhalten. Und davor schrecken viele Länder noch zurück. Das ist aus meiner Sicht ein wirklicher kultureller Prozess, den wir durchlaufen müssen. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich jetzt alles gesagt dazu. Und noch etwas, will Sie mal aufklären. Sie haben eine Jungkommunistin, eine überzeugte Jungkommunistin zur Kanzlerin gewählt. Ist Ihnen das überhaupt klar? Denn Frau Merkel war FDJ-Funktionärin für Propaganda und Agitation. Das konnten nur eine überzeugte Jungkommunistin. Die Parteien bestimmen in Deutschland gute Teile des Fernsehens. Sie sitzen in den Rundfunkräten und Aufsichtsräten. Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich hat mit den Journalisten gesprochen, hat eingefordert, dass so nicht mehr über die Wahrheit berichtet wird. Eines ist nur klar in dieser neuen Weltordnung, liebe Genossinnen und Genossen. 27 Einzelmeinungen. Die werden in wenigen Jahren im großen Weltrauschen einfach untergehen, nicht mehr wahrgenommen werden. Und notwendigerweise fragen wir uns, was heißt das? Eine neue Weltordnung erwartet uns? Die Politik wird heute nicht von Politikern gemacht, sondern von mächtigen Interessengruppen, die sich hinter den Fassaden der Politiker verstecken. Und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist. Und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Öl ist teuer, Gold ist teuer, Währungen sind schwächer, aus den Gründen, die wir zuvor besprochen haben. Es gibt große Unterschiede in der Lohnentwicklung. Ich weiß nicht, wie sich das Unvermeidliche selbst lösen wird. Es kann sich in einer Art globalen Währungskrise lösen. Und wenn sich dann die unvermeidliche Weltwährung ergibt, werden wir im Anschluss eine Weltregierung, eine neue globale Währung und eine neue Weltordnung bekommen. Möglicherweise bewegen wir uns dorthin. Sagen Sie uns mehr über die Währungskrise, die Sie aufkommen sehen. Was hat diese Annahme für die Entwicklung des Dollars zu bedeuten? Es nimmt an, dass der Dollar völlig zerstört und praktisch wertlos wird.
Ich kann es nicht glauben. Lassen Sie uns ein bisschen über die Währungskrise sprechen. Was bedeutet das? Habe ich das richtig gehört, was er gesagt hat? Und wenn sich dann die unvermeidliche Weltwährung ergibt, werden wir im Anschluss eine Weltregierung, eine neue globale Währung und eine neue Weltordnung bekommen. Das ist nicht gut. Der Gast sagte, der Dollar wird kollabieren und von einer Art globalen Währung ausgetauscht? Eine Weltregierung, eine neue Weltordnung und der Moderator schreckt noch nicht einmal zurück. Offensichtlich schockt das keinen mehr. Oder Sie hören nicht zu. Ich möchte Ihnen zeigen, welche Ereignisse wir auf der Skala der wahnsinnigen Sachen schon hinter uns gelassen haben. Schauen Sie hier. Also, wir haben eine tiefe Rezession und sogar die große Depression hinter uns gelassen. Wir stehen kurz vor dem Kollaps des Dollars, einer globalen Währung, einer Weltregierung und einer neuen Weltordnung. Like that.